bitte die Versammlungsleitung darauf zu achten, dass hier wirklich nur Verständnisfragen gestellt werden und die Diskussion noch nicht begonnen wird, weil die ja später kommen soll. Wir möchten den Hauptreferenten des Tages hören, Herrn Müller. Und ich finde, das sollte nun allmählich beginnen. Es sei denn, hier kommen wirklich noch Verständnisfragen. Ja. Gut, besten Dank. In dem Sinne, Herr Müller, möchten wir Sie bitten, zu sprechen. Brauchen Sie noch irgendwas? Nee. Also, liebe Freunde der gepflegten Demokratie, ihr verzeiht, dass ich erstmal aufstehe. Im Sitzen kann ich nicht reden. Dazu bin ich zu emotional, auch zu den Themen. Ich muss mich bewegen dazu. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden, was an Technik heute Morgen bisher kam, und könnt das wiederholen. Ich könnte es nicht. Aber gut, ich bin ja nicht so tief in den Themen drin, sondern ich gehe ein bisschen an die oberflächlichen Thematiken rein, beziehungsweise oberflächlichen Thematiken. Erstmal die Grundlage, wo stehen wir überhaupt? Wir diskutieren über Demokratie, was heißt das für uns, was verstehen wir darunter, was wollen wir eigentlich als Demokratie? Ich glaube, wenn du mal eine Umfrage machst, was verstehst du jetzt unter Demokratie, verstehen unter 10 Leuten 8 was Unterschiedliches. Also erstmal, was ist denn damit gemeint? Und ich glaube mal, dass das, über was wir hier diskutieren, eine basisdemokratische Situation, dass die Bevölkerung direkt entscheidet, was passiert, was ihr euch so wünscht, das war nie gewollt. Das haben wir nicht und das haben wir aus gutem Grund nicht. Das haben wir nicht, weil es nicht gewollt war. Also ihr wollt was, was eigentlich nicht vorgesehen ist, und das hat einen Grund, warum es nicht vorgesehen ist, sonst hätten wir es vorgesehen. Und dazu erzähle ich euch einfach ein bisschen was von einem der Gründungsväter der Europäischen Union. Richard Coudenhove Kalergi. Dieser Mann war einer der Vordenker der Europäischen Union, so wie wir sie heute haben. Er hat seine Hauptwirkungszeit in den 1920er Jahren gehabt, hat damals die Pan-Europa-Union ins Leben gerufen mit 10.000 Goldmark von Max Warburg und anderen und vielen Industriellen unterstützt und hat faktisch den Vorläufer der heutigen Europäischen Union geschaffen und die wesentliche Elemente unseres Systems, wie wir es heute als Europäische Union haben, ins Leben gerufen und niedergeschrieben. Er hat dazu einige Bücher publiziert, unter anderem, ich kann es jedem empfehlen, sich dieses Buch in Gänze durchzulesen, Praktischer Idealismus. Klingt so langweilig, aber ist ausgesprochen spannend zu lesen. Und Sie werden sehr, sehr viele Elemente dessen, was wir heute diskutieren, in diesem Buch niedergeschrieben finden. Und Coudenhove Kalergi, ich muss ihn gleich in Schutz nehmen. Er wird heute oftmals von Leuten, die eigentlich mit ihm wenig zu tun haben, aus dem Zusammenhang gerissen. Es werden Bruchstücke seiner Aussagen, seiner Überlegungen, Halbsätze aus dem Zusammenhang gerissen und völlig verdreht dargestellt. Und dadurch kommt er in ein sehr unangenehmes Licht. Tatsächlich, wenn man seine Bücher, und ich gehe grundsätzlich, wenn ich mir das anschaue, versuche ich auf die Urquelle zu gehen und sie im Zusammenhang zu lesen und nicht nur ausschnittsweise. Das bringt manchmal einen vernünftigen Blick auf die Dinge. Ist das, was er schreibt, absolut sinnvoll, logisch, nachvollziehbar? Ob man dann seine Argumentationskette mitgeht und das gut findet, ist ein ganz anderes Thema. Aber erstmal ist eine Überlegung in sich schlüssig. Die möchte ich Ihnen kurz vorstellen, damit Sie wissen, warum wir da stehen, wo wir heute stehen. Er beschreibt erstmal, wo wir herkommen. Achso, erstmal die Reputation von Coudenhove Kalergi, um die nochmal aufzuwerten. Bis heute gibt es den Coudenhove Kalergi-Preis, der vergeben wird, für besondere Leistungen für Europa. Diesen Preis hat zuletzt Helmut Kohl erhalten, hat Angela Merkel erhalten und auch angenommen. Also die nehmen ja keine Preise an, die sie für blöd halten. Er selbst war der erste Träger des Karlspreises, des höchsten Preises der Europäischen Union. Also wirklich jemand, der was zu klingeln hat. Und er beschreibt in seinen Werken, in seinem Werk, wir kommen aus einer Zeit über viele Jahrhunderte Herrschaft über den Adel, Feudalismus, Herrschaft des Blutes. Und er beschreibt, gut, er ist selbst Adliger, warum das auch richtig war. Warum das gar kein so ein schlechtes System war für die damalige Zeit. Und er beschreibt, er sagt, in dieser Zeit, in der Krieg die normale Situation war und die Abwesenheit von Krieg, der Frieden auch nur immer kurze Spannen einnahm, in der die Zeiten sehr, sehr verworren waren und ständige Wechsel stattgefunden haben zwischen den Staaten, zwischen den Herrschaftsformen, zwischen den einzelnen Bereichen, war es enorm wichtig, diplomatisch vorzugehen. Das bedeutet, einerseits im eigenen Reich Diplomatie zu walten, die ganzen verschiedenen Gruppierungen irgendwo
im Griff zu behalten, aber vor allem auch interstaatlich mit anderen Reichen und Königshäusern miteinander im Dialog zu stehen und zu verhandeln um Krieg und Frieden, Hochzeiten und so weiter, was da alles dazugehörte. Und er sagt, dass jemand, der in einem Haushalt groß wird als kleines Kind, in dem über mehrere Generationen vom Opa über die Eltern Diplomatie gepflegt wird, diese Kontakte bestehen zu anderen Herrschaftshäusern irgendwo auf dem europäischen Kontinent, dass der da groß wird, wenn er dann 20, 25, 30 ist, eher in der Lage ist, das auch zu tun, als jemand, der als Bauernsohn geboren wurde, 20 Jahre auf dem Feld gelebt hat und sagt, so Freunde, jetzt will ich auch mal. Als Basisdemokrat muss man die Hände über den Kopf zusammenschlagen auf so eine Argumentation, aber man kann sich den Argumenten auch nicht verschließen, sagen, ja, schließt, irgendwo leuchtet es ein, für die damalige Zeit. Was dann passierte, war, über viele Zeit hat der Adel auch dafür im Rahmen dessen, das können wir uns für heute nicht mehr vorstellen, war für die damalige Zeit relativ dafür gesorgt, dass das halbwegs auch im Lot war, auch mit der Bevölkerung. Der konnte die nicht zu sehr ausbeuten, weil die wussten, wo seine Burg steht. Im Zweifel haben die Burg gestürmt und ihn am nächsten Baum aufgeknüpft oder sind nicht bereit gestanden für das, was nötig war. Nur mit Gewalt ging das nicht, war auch dann natürlich ein wesentliches Thema. Aber der musste schon irgendwie sehen, dass er die Systeme irgendwo im Gleichgewicht behält. Und den Bürgern auch Schutz bieten im Angriffsfall. Dann hat er seine Burg geöffnet, die Bürger in die Burg gelassen, die Leute und so weiter und so weiter. So, irgendwann wurden die aber zu selbstherrlich, zu mächtig. Ihre Armeen wurden zu stark und sie waren sich ihrer Sache zu sicher, wurden immer abgehobener vom Volk, haben sich immer mehr in Prunkschlösser zurückgezogen, siehe Frankreich. Keine Basis mehr, kein Verständnis mehr für die Probleme der Gesellschaft, der Bürger. Und das führte dann dazu, dass da irgendwann das Ding geplatzt ist und dass man den Adel weggesprengt hat. Und dann gab es Französische Revolution, all die Themen mehr, die sich über den europäischen Kontinent, Gott sei Dank, ausgebreitet haben und zu dem geführt hat, was wir heute als Demokratie verstehen. Und hier räumt Kodenhove-Kalergi ganz klar mit dieser Illusion auf, die wir uns hingeben, dass wir was zu melden hätten. Dass wir eine Demokratie hätten, in der der Bürger entscheidet. Wenn man das gewollt hätte, dann hätte man es eingeführt. Dann hätte man Volksentscheide als Grundlage für politische Willensbildung oder für politische Entscheidungen vorgelegt. Die Tatsache, dass man es nicht gemacht hat, sondern eine parlamentarische Demokratie eingeführt hat, entspricht genau dem, dass man das nie vorhatte, das Volk abstimmen zu lassen. Weil die Argumentation von ihm auch hier klar ist. Und nochmal, das, was ich Ihnen jetzt berichte, ist nicht meine Interpretation der Situation. Ich gebe das wieder, was einer der Gründungsväter der Europäischen Union zu Protokoll gegeben hat. Nochmal, bitte das richtig verstehen. Er sagt wörtlich, es war nie vorgesehen, was wir haben, ist heute eine Plutokratie, eine Herrschaft derer, die über sehr viel Geld und bereits über Macht verfügen. Leute, die große Konzerne führen, Leute, die über sehr, sehr viel Geld verfügen, die über große Familienverbünde verfügen mit entsprechenden Reichtümern, diese Leute entscheiden heute, was passiert. Eine Plutokratie. Und er beschreibt auch, dass das durchaus seinen Sinn macht. Ich übertrage das jetzt von den Begriffen ein bisschen in unsere Zeit, um das ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Er sagt, jemand, der es geschafft hat, ein großes Unternehmen mit vielen tausend Mitarbeitern aufzubauen und entsprechendes Vermögen aufzubauen, entsprechend über Netzwerke verfügt. Jemand, der es schafft, an die Spitze eines Siemens-Konzerns zu kommen und hier über weltweite Kontakte zu verfügen, Mitarbeiter und über diese Unternehmen zu entscheiden. So jemand ist eher in der Lage, einen Überblick über Dinge zu haben, einen Weitblick zu haben, strategisch vorauszuplanen, als jemand, der als Hartz-IV-Empfänger seinen Alltag im Fußballstadion oder vor der Playstation verbringt. Und deshalb sagt er, ist es auch vollkommen richtig, dass diese Eliten, diese plutokratische Elite, Plutokraten, wie er sie nennt, dass die Entscheidungen treffen, wo die Reise hingeht. Natürlich den Willen des Volkes auch mit berücksichtigen, aber dass ihre eigene Tasche nicht vergessen, ist auch klar. Und jetzt sagt er dazu, da aber die Bevölkerung heute eine solch offene Plutokratie, wenn wir sie so benennen, nicht akzeptieren würden, haben wir dieser Plutokratie eine Scheindemokratie vorne angestellt. Das sagt der so. Das ist nicht meine Theorie, sondern das sagt der so. Bitte lesen Sie es nach. Um der Bevölkerung das Gefühl zu geben, sie würden etwas mitentscheiden, tatsächlich entscheiden sie gar nichts. Und genau in der Situation finden wir uns.
Und jetzt stellt ihr euch hin und sagt, Mensch, das kann doch nicht sein, wir müssen doch da mehr mitentscheiden, die müssen uns mehr mitentscheiden lassen. Wollen die aber nicht. Und das ist der Grund, warum es nicht passiert. Relativ einfach. Ihr müsst euch nicht wundern, dass die solche Hürden aufbauen, die keiner erreichen kann. Wenn es gewollt wäre, würde es die Hürden nicht geben. Die sind mit gutem Grund da drin. Jetzt könnt ihr an der einen Stelle abgraben, da sorgen sie an der anderen Stelle dafür, dass sie erhalten bleiben. Also solange man nicht versteht, dass die das gar nicht wollen, dass das nicht nur ein Fehler im System ist, an den keiner gedacht hat, sondern der sehr, sehr bewusst deshalb da drin ist, solange räumt man gegen Windmühlen. Also wir müssen erstmal sehen, okay, das ist so gewollt, wie kommt man um die Nummer rum? Wie können wir denn das, wenn wir es denn wirklich angehen wollen, wie können wir das dann austricksen oder umgehen? Das ist das andere Thema. Das ist nicht einfach, keine Frage. Dazu, um es ganz wissenschaftlich zu machen, habe ich eine Studie aus Harvard. Ein Harvard-Professor zusammen mit einem Kollegen hat eine Studie gemacht, über 20 Jahre die Gesetzgebung in den USA sich angeschaut und dabei untersucht, inwiefern über diese 20 Jahre der Wille des Volkes, die Interessen, die Meinung der Masse der Gesellschaft Einfluss genommen hat auf die Gesetzgebung, sodass also Gesetze im Sinne des Volkes, in dem Wunsch der Bürger entsprechend entschieden wurden oder eben nicht entschieden wurden, und inwiefern der Einfluss dieser plutokratischen Eliten Einfluss genommen hat auf die Gesetzgebung. Und das Ergebnis ist vernichtend. Es interessiert einen Scheiß, was das Volk will. Ausschließlich die Interessen der Eliten werden in die Gesetze gegossen. Die Bevölkerung, das ist 50-50, ob das zufällig auf die reinpasst oder nicht. Also es deckt sich einfach schlichtweg mit diesen Aussagen. Und nochmal, das war auch von Anfang an so gedacht. Und die Argumente dafür sind vollkommen klar, dass man sagt, okay, die können das besser. Diese Diskussion im Übrigen über Demokratie, ob eine solche Demokratie beziehungsweise eine Herrschaft dieser Eliten, Bestimmung dieser Eliten, ob die bessere Entscheidungen treffen, weil sie bessere Informationen, besseren Überblick haben, oder ob ein Schwarmwissen, ein Schwarmentscheidung einer Masse der Gesellschaft, was der bessere Weg ist. Diese Diskussion, die ist genauso alt wie eben Demokratie oder parlamentarische Demokratie. Die wird schon seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrzehnten auf jeden Fall geführt. Da gab es ganz, ganz heiße Diskussionen in den USA dazu, da gab es richtige Lagerbildung diesbezüglich. Und die Diskussion kann man gerne führen. Es gibt gute Argumente von Leuten, von Wissenschaftlern, die sagen, nein, wenn die Bevölkerung die richtige Information hat, wir haben oftmals nicht die richtige Informationslage, wenn sie die richtige Information haben, dann kann die Bevölkerung als Ganzes in der Masse durch die Masse der Einzelnen zu vernünftigen Entscheidungen kommen und die sind unter Umständen gar nicht mal schlechter, vielleicht sogar besser als das, was die Eliten entschieden haben. Also von daher, das ist überhaupt noch nicht klar, ob das wirklich so ist, dass die Eliten das besser entscheiden können. Ich bin aber auch nicht so weit zu sagen, die Bevölkerung könnte es besser. Also bitte mich da auch nicht falsch verstehen, dass ich sage, Mensch, die Eliten haben nichts mehr zu melden, wir machen das mal unter uns und dann wird es schon. Da bin ich mir nicht sicher. Deshalb ist es für mich auch noch ein offenes Thema. Ich versuche erstmal zu erklären, wo stehen wir denn und wo sind wir denn mit unserer Demokratie oder unserer Plutokratie. Jetzt kommen wir aber, bisher hat es auch relativ gut geklappt in den letzten Jahrzehnten. Wenn wir uns mal draußen rumschauen, bei allem, über was wir uns aufregen, so ganz blöd ist ja nicht gelaufen, ne? Und draußen mal rumschauen, über die letzten, sagen wir nach dem Zweiten Weltkrieg, ist das jetzt nicht so wahnsinnig schlecht gelaufen da draußen, uns geht es relativ gut. Wir sind uns vollkommen einig, dass es 1000 Sachen gibt, die besser sein könnten, aber es hätte verdammt nochmal auch schlimmer laufen können, wenn wir so in die Welt schauen. Das ist mal vorne angestellt. Aber wir sehen auch, dass sich die Situationen verändern. Warum? Was meine ich damit? Ich glaube, wir haben immer mehr das Gefühl, dass wir eigentlich nichts zu klingeln haben. Sondern dass immer mehr Entscheidungen getroffen werden, die nicht nur gar nicht mal so unserer Interessenslage entsprechen, sondern absolut konträr zu unserer Interessenslage sind. Und zu Themen, zu denen wir eigentlich kannst du Umfragen machen, ich weiß gar nicht, ob dazu welche gemacht werden, aber wenn sie gemacht würden, vermutlich jedem klar ist, dass wir da sehr, sehr hohe Zustimmungsquoten hätten. Auf die Frage, sollen Waffensysteme nach Saudi-Arabien geliefert werden? Ich glaube, wenn du die Frage aufwirfst, ist die Antwort der Bevölkerung klar. Und was entschieden wird, ist definitiv gegen den Willen der Bevölkerung. Viele andere Themen würden uns dazu einfallen. Also, ich habe den Eindruck dazu, es passiert immer weniger Rücksichtnahme auf die Bevölkerung. Und das hat auch seinen Grund. Warum? Diese plutokratischen Eliten sind auch sehr, sehr gut organisiert. Das sind Machtstrukturen, nenne ich sie.
Das darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass da 25 alte Männer sich am Sonntagabend zusammensetzen in einer Art Rotary-Club und mal die Welt beherrschen und entscheiden, was da passiert. Das ist natürlich Blödsinn. Das sind Tausende von Menschen in Deutschland, in den USA, in Frankreich, in unserer westlichen Hemisphäre, Konzernchefs, Familien, einflussreiche Netzwerke. Das kennen sie von sich im Ort, im Dorf, beim Gemeinderat. Der Fabrikbesitzer, der mit der einen Fabrik, der kennt vom Golfclub wieder den anderen, die sitzen zusammen, wenn es was zu besprechen gibt, rufen die sich an oder treffen sich mal auf ein Abendessen mit 3-4 Leuten, kommen, wie kriegen wir das Baugebiet umgelegt und sonstige Themen mehr. Ist vollkommen normal. Das sind Netzwerke, die gibt es auf allen Ebenen und je höher es geht, umso strukturierter sind die, umso wichtiger ist es nämlich, dass man diese Netzwerke hat, wenn man es erreichen will. Da schafft keiner alleine irgendwas, das geht nur, indem ich mir Allianzen baue. Und die, je höher es geht, umso strukturierter, umso wichtiger werden die auch genommen und auch gepflegt. Diese Netzwerke sind auch nicht, das ist nicht ein Netzwerk, das dann entscheidet, sondern die haben ganz unterschiedliche Strukturen, ganz verschiedene Interessensgruppen, die mal zusammenarbeiten, mal in anderen Themen über Kreuz liegen, dann auch untereinander spinnefeind sind. Also das muss man sich nicht als homogene Situation vorstellen, sondern sehr, sehr heterogene Machtstrukturen, Machtsysteme, die immer wieder miteinander im Austausch und im Diskurs liegen und was oftmals zu chaotischen Entwicklungen führt, wo wir vorne sehen, was passiert denn hier, das sind auch Machtkämpfe, die hinter den Kulissen stattfinden. Und dazu ist ganz wichtig zu wissen, dass wir diese Maslow'sche Bedürfnispyramide haben. Das heißt, jeder Mensch hat so eine Antriebskette. Erstmal, wenn du so gerade mal aus dem Wald gekrochen bist, willst du deine Grundbedürfnisse gedeckt haben. Du willst nicht hungern, du willst keinen Durst haben und du willst warm im Winter haben. Erstmal die Überlebensthemen. Wenn das ist, möchtest du ein bisschen Luxus haben, ein bisschen Wohlstand haben. Wenn du den Wohlstand hast, dann möchtest du Ansehen haben, Ansehen in deinem Umfeld, deiner Gesellschaft, dass die dich lieb haben, dass sie dich toll finden. Wenn du das hast, dann möchtest du Macht haben, dann möchtest du Macht über andere, dann willst du nicht nur angesehen werden, dann willst du auch entscheiden, was passiert. Und wenn du all das hast, dann kommt die letzte Stufe, ist ein bisschen blöder Ausgriff, ich finde, das ist die Göttlichkeit. Das meint, heißt aber nicht wirklich jetzt hier das große Göttliche, sondern du willst die Zukunft gestalten. Du willst einen Fußabdruck hinterlassen. Nimm die Pharaonen als typisches Beispiel. Die haben wirklich alles durchschritten. Die haben alle Macht und alles Geld ihrer Zeit gehabt. Die haben alles Ansehen ihrer Zeit gehabt. Denen blieb nichts mehr als nur noch so, und jetzt gestalte ich die Zukunft. Und dann bauen sie Pyramiden. Die werden den Bau nicht, das Ende nicht mehr erleben, aber eben gab es gebaut oder Kathedralen oder andere Dinge mehr. Und unsere heutigen Pharaonen, wenn ich so will, ob das Mark Zuckerberg, Jeff Bezos oder sonst wo sind, mit 70, 80, 90 Milliarden Privatvermögen, die morgen per Telefonanruf beim Papst, beim Baseballstar oder sonst wo einen Privattermin bekommen, die haben die Daten von Milliarden Menschen. Das heißt, die haben Macht, die haben Geld, die haben Ansehen, wie es kaum jeden Menschen zuvor hatte, denen ist scheißegal, ob sie nochmal 10 Milliarden verdienen. Glauben Sie nicht, dass ein Jeff Bezos oder ein Mark Zuckerberg, dass die jetzt noch irgendwas groß machen, damit sie noch die 10. noch eine Milliarde drauf verdienen. Denen geht es nur noch um Zukunftsgestaltung, um Menschheitsgestaltung, um Fußabdruck zu hinterlassen, ihre Gesellschaft, die Weltgesellschaft so zu formen, wie sie sich das vorstellen. Das sind deren Themen momentan. Alles andere ist für die keine Rolle mehr. Und das spielt immer dann auch von oben in der Entscheidungsgrundlage. Erstmal geht es darum, ich will die Zukunft gestalten, das ist mir Prior A. Ob ich dabei Geld verliere, interessiert mich erstmal gar nicht. Das ist für die gar nicht mehr wichtig. Geld ist für die kein wichtiges Kriterium mehr. Macht nur noch bedingt, denen geht es jetzt um Zukunftsgestaltung. Und das meine ich auch gar nicht mal negativ. Gehen Sie nicht davon aus, dass das alles böse Menschen sind, die Menschheit versklaven wollen, sondern die allermeisten von denen haben wirklich einen guten Antrieb und sagen, ich habe eine Vision für die Gesellschaft und das sehen die alle da unten gerade nicht. Da muss ich jetzt auch mal Entscheidungen treffen oder Dinge in Bewegung setzen, die jetzt vielleicht gerade blöd sind, die jetzt gar nicht nachvollziehen können. Aber ich weiß ja, wo die Reise hingeht und deshalb machen wir es jetzt mal. Und das meinen die wirklich überzeugend, selbst überzeugt, dass das richtig ist. Das hat mit Demokratie nichts zu tun, da sind wir uns einig. Ja, aber wann fragt ein Pharao nach Demokratie? Ob das jetzt der von Zuckerberg von Facebook ist oder der von der Pyramide. Was aber passiert ist, diese Eliten sind, diese Strukturen, diese Personen sind natürlich überzeugt davon, dass das, was sie tun, richtig ist. Die stehen nicht morgens auf, so wie kann ich die Welt schädigen, wie kann ich sie heute unterdrücken, sondern die sind vollkommen überzeugt, dass das, was sie tun, richtig ist, auch für die Gesellschaft. Werden auch immer eingestehen, natürlich vergesse ich meinen eigenen Geldbeutel nicht, das ist ja klar. Ja. Aber trotzdem tue ich ja, ich beende Polio, ich mache das, ich tue jenes. Und da steht mir auch zu, dass ich mir ein bisschen, so sehen das sehr positiv.
Wenn ich das so positiv sehe, was ich tue, dann will ich auch nicht kontrolliert werden. Dann möchte ich auch möglichst das tun, ohne dass mir jemand in die Parade fährt. Und hier kommt nämlich das, was die parlamentarische Demokratie von Beginn an eigentlich sehr gut gemacht hatte. Sie hatte nämlich Kontrollmechanismen eingeführt. Es war von Anfang an war es nicht so, dass wir gar nichts zu klingeln hatten. Mit den Wahlen konnten wir schon ein bisschen was machen. Wir konnten schon unsere Meinung damit sagen, was halten wir von den Entscheidungen dieser oder jener Gruppierung und dieses Politikers. Wir konnten da schon, es gab sehr unterschiedliche Gruppierungen, sehr unterschiedliche Parteien, die sehr, sehr überkreuzt lagen. Denken wir die Parteien noch vor 30, 40, 50 Jahren, wie die sich die Schädel eingeschlagen haben. Ja? Denkt an Wehner oder Brandt, was das für Charaktere waren. Da waren die Parteien so überkreuzt, es waren wirklich, wirklich unterschiedliche Konzepte, die uns vorgelegt wurden. Das ist alles zusammengewachsen zu sehr, sehr viel Einheitsthemen, sodass das gar nicht mehr so unterscheidbar ist. Dazu kommt die Kontrollfunktion und hier muss ich die Medien ansprechen. Die Medien waren, und das wissen wir, ein absolut wesentlicher Pfeiler dieser Demokratie oder dieser parlamentarischen Demokratie. Der Marsch aufs Hambacher Schloss damals, da ging es um die Pressefreiheit, da ging es um die Medienfreiheit, damit die freischreiben und arbeiten können. Und das war ganz, ganz elementar, weil die Medien ihre Hauptaufgabe und eigentlich die einzig wirklich gesellschaftlich wichtige Aufgabe war, die Kontrolle dieser Machteliten, dieser Instanzen, die zu beobachten, da zu recherchieren, die Sauereien rauszufinden, lange Recherchearbeiten zu machen, hinter die Kulissen zu schauen und dann, wenn eine Sauerei passiert, immer wieder kontrollieren, immer wieder die Politiker und die Konzerne und die Mächtigen kontrollieren. Und wenn da irgendwo Mist passiert ist, wenn da einer zu sehr über die Stränge geschlagen hat, zu eine große Sauerei gefahren hat, das groß bekannt zu machen, den Mob zu mobilisieren, die Bevölkerung dagegen aufzubringen, sodass die so lange auf die Barrikaden gehen, bis sich da was ändert, bis der seine Politik ändert. Man konnte daher nicht alles machen, man musste sich sehr zurücknehmen, man war ständig unter dem Kontrolldruck, musste dann etwas vorsichtiger agieren, auch immer die Interessen der Bevölkerung ein Stück weit mit berücksichtigen. Wenn Sie sich in die Rolle dieser Struktur, dieser Plutokraten versetzen, dann haben Sie darauf keinen Bock. Das nervt. Das gab dann Boykottaufrufe für Unternehmen, das gab dann, wie viele Politikerrücktritte gab es da in den letzten Jahrzehnten, wie viel gab es in den letzten Jahren? Danke. Warum? Weil dieser Druck nicht mehr da ist. Und diese Eliten haben es geschafft, immer mehr Einfluss auf dieses Kontrollinstrument Medien zu nehmen. Ich bin weit, weit, weit von diesen bösen Begriffen entfernt, die da genutzt werden. Und ich möchte an dieser Stelle auch eine Lanze für die Medien brechen. Es gibt unglaublich viele Journalisten, die einen verdammt guten Job machen. Es gibt unglaublich viele Medien, die einen verdammt guten Job machen, die sich auch bemühen, es zu tun. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass es vollkommen logischerweise diese, die bisher kontrolliert werden, natürlich in den letzten Jahrzehnten alles versucht haben, diese Kontrolle, die auf sie ausgeübt wird, zu reduzieren, zu entschärfen. Und das auf den unterschiedlichsten Wegen. Sei es, dass viele, viele Medien in wenigen Medienkonzernen zusammengeschlossen wurden. Da müssen Sie sich ja nicht vorstellen, dass da von oben die Direktrin kommt, und das musst du jetzt schreiben, das müssen wir nicht machen. Das passiert so gut wie gar nicht. Das sind andere Themen, in denen Hausmeinungen vertreten werden oder auch in denen einfach Journalisten immer wieder aus den gleichen Journalistenschulen, Denkschulen, Kaderschulen rekrutiert werden, dann automatisch schon in diese Richtung denken. Wenn die aus einer Journalistenschule kommen, die von der Atlantikbrücke finanziert werden und dort ausgebildet werden, immer wieder auch die Gespräche führen von jung an, dann hast du auch eine Denkrichtung. Und dann musst du dem nicht mehr sagen, er soll pro-amerikanisch oder antirussisch schreiben, das macht er schon automatisch. Dann kommt natürlich das Thema, das freie Internet ist für die Journalisten ein Riesenproblem, weil du plötzlich ist Information nichts mehr wert. Ja? Wir sehen, dass viele Redaktionen immer mehr zusammenstreichen müssen, Mitarbeiter freisetzen müssen. Das heißt, ein Journalist sitzt immer ein Stück weit auch auf dem Schleudersitz. Und im Internet gibt es alles Mögliche gratis. Die Leute sind nicht mehr bereit, für Informationen zu bezahlen. Die Werbeeinnahmen gehen zurück. So, jetzt ist es vollkommen nachvollziehbar, wenn jetzt ein Journalist sagt, Chef, ich bin mal für ein halbes Jahr raus, ich nehme noch zwei Kollegen mit und wir machen mal eine richtig intensive Recherche hier zu dem Politiker XY oder zu dem Konzern ABC. Jetzt sind wir mal ein halbes Jahr raus, aber dafür kriegst du eine geile Story. Dann sagt er, lass mich kurz nachdenken. Du bist jetzt mit drei Leuten ein halbes Jahr beschäftigt, am Ende habt ihr eine Story, die zwei Tage später kein Schwein mehr interessiert. Du weißt schon, wie unser Budget aussieht. Wie viele Artikel könntest du in der Zeit, kurze Artikel machen, wie viel Dutzend?
Und die würden auch genau die nicht viel weniger Aufrufe bekommen, in der Masse viel mehr. Das heißt, wir haben mehr, hätten dadurch mehr Klicks, damit mehr Werbeeinnahmen. Und wir müssen auch so in Ruhe bleiben. Du, da haben wir im Moment kein Budget für. Es ist eine ganze Menge an Dingen, die dazu führen, dass der Journalismus heute nicht mehr so gemacht werden kann, wie er vor 20, 30 Jahren gemacht wurde, als es noch aggressiverer Journalismus war. Und das gibt heute den Eindruck, Mensch, die sind so regierungsnah, die sind so regierungstreu, die sind so konzerntreu. Und ich hatte das Gespräch mit einem befreundeten Journalisten von einem großen Haus. Und der beschrieb mir das ebenfalls. Er sagte, wir sind so unter Druck, wir haben so eine Jobangst. Und wenn du deinen Job verlierst, du kriegst nirgends mehr was. Kein anderes Haus stellt momentan ein. Die einzigen, die noch einstellen, sind Parteien, parteinahe Stiftungen und Konzerne in der Presseabteilung, in der PR-Abteilung. Gehe von aus, dass ein Großteil dessen, was meine Kollegen momentan schreiben, keine Berichterstattung und kritische Recherche ist, sondern eigentlich Bewerbungsschreiben bei einem dieser Konzerne. Die biedern sich dort an, gut dazustehen in der Politik oder sonst was, und dann sieht man oft Wechsel von Journalisten aus guten Zeitungen, aus guten Medien, Wechsel zu politischen Parteien, zu Stiftungen oder eben auch zu Konzernen. Und da könnten wir einige Beispiele nennen, ich mache es ganz bewusst nicht. Nochmal, ganz wichtig, es gibt andere. Es gibt ganz viele, wer Journalist wird, der macht das aus Überzeugung, der ist Überzeugungstäter, der will was verändern, aber die alltägliche Situation zwingt dies zu Dingen, die man so oftmals gar nicht, wo man das nicht umsetzen kann, was man unbedingt will. Nochmal, vielen gelingt es. Manche tun es. Also es ist ein Riesenfehler, alles über einen Kamm zu scheren. So muss wirklich genau unterscheiden, welchen meinst du, wo wird es getan. In der Summe aber muss man sagen, dass diese Kontrollfunktion, die aggressive Kontrollfunktion der Medien zu den Mächtigen, zu unseren Strukturen, in der Form nicht mehr gegeben ist, wie es sein müsste. Und das führt wiederum dazu, dass die immer frecher sich bedienen können, sich immer frecher gebären können, weil sie haben nichts mehr zu befürchten. Weil der einzig noch verbliebene Kontrollmechanismus, die Medien, praktisch auf ihrer Seite sind. In den USA beispielsweise, um das zusammenzufassen, haben die zigtausenden Medien, Print, TV, Hörfunk, 95% der amerikanischen Medien gehören 5 Konzernen. Da ist die Einflussnahme relativ leicht. Und das waren vor wenigen Jahren, waren es noch 50 Konzerne, 50 Unternehmen. Die sind alle zu 5 zusammengeschrumpft. Also diese Zusammenführung bringt natürlich auch Synergieeffekte. Da kannst du Leute rausschmeißen, es wird immer enger und so weiter. Also, kurzum, nachdem dieser Kontrollmechanismus immer weiter geschliffen wird, und mit jedem Jahr, wo das mehr passiert, kann ich mich frecher bedienen. Und das führt dann dazu, dass wir uns heute gar keine Mühe mehr machen müssen. Viele Plutokraten machen sich gar nicht mehr die Mühe. Früher hat man Politiker beeinflusst. Man hat versucht, denen die Meinung einzureiben mit Hochglanzprospekten und mit Einladungen zum Essen und auf eine Insel und sonst was. Die Mühe macht man sich heute in vielen Fällen gar nicht mehr. Man setzt die eigenen Leute gleich ins Amt. Wenn der Vorstandsvorsitzende von Goldman Sachs Finanzminister der Vereinigten Staaten wird und in der größten Krise der jüngsten Vergangenheit in dieser Situation Steuergelder in Milliardengrößenordnung nimmt und sie seinem eigenen Unternehmen zuschustert, dann hat es mit Plutokratie fast nichts mehr zu tun, dann reden wir über eine Kleptokratie. Sich frech zu bedienen. Und wenn ein Präsident Trump als eine der ersten Amtshandlungen massiv die Steuern für diese Unternehmen senkt, die ihm selbst gehören, dann muss man Fragen stellen. Und so sehen wir es an ganz, ganz vielen Stellen, wo wir einfach auch bei Politikern Drehtüren haben, die plötzlich, wenn der Verkehrsminister nach Ausscheiden aus dem Amt plötzlich Sprecher der Autoindustrie wird, da musste ich doch fragen, sag mal, wie geht's denn noch? Ja, der Politiker macht heute seinen Job und das heißt, trifft man deine Entscheidung, muss man gar nicht sagen, das weiß man. Wenn der nicht so kritisch für uns berichtet, nicht die Entscheidungen trifft, dann kriegt er hinterher einen ordentlichen Job, das wissen die. Ja. Ob das mal als Halbsatz beim Essen fällt, musst du keinen Kopf machen oder sowas. Ja. Das ist sehr, 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 sehr diffus. Und das führt dazu, dass wirklich immer mehr dieses Thema passiert, was wir auch im Adel hatten, nämlich, dass sie immer frecher werden, immer aggressiver, dass auch kein Politiker mehr zurücktreten muss. Warum denn auch? Da ist ja keine Medienlandschaft, die ihn jagt. Die machen einmal eine Story und dann ist das durch und da muss auch keiner zurücktreten. Es sei denn, er ist wirklich bei anderen in Ungnade gefallen, die Macht über diese Printmedien haben, dann wird er natürlich abgeschossen. Aber von Bürgerseite interessiert es eigentlich keinen. Jetzt bleibt die Frage,
Was können wir dagegen tun? Weil die Situation wird sich so weiterentwickeln. Diese Machtstrukturen, diese Plutokraten werden immer mehr dafür sorgen, immer schneller, dass ihre Kontrolle, die ausgeübt wird, immer weniger wird und sie damit immer freier agieren können. Und ob das dann immer im Sinne der Bevölkerung ist, das kann man dahinstellen. Mit Sicherheit ist es nicht zu unserem Vorteil. Also bleibt die Frage, was kann man tun? Und ich glaube, dass wir gar nicht viel tun können. Diese Grundsatz zu verändern, dass hier plutokratische Eliten sind und die Bevölkerung relativ wenig zu melden hat, das haben jetzt über 100 Jahre, haben das Revolutionäre, Militärs, Diktatoren, Präsidenten, Bürgervereinigungen, Philosophen versucht, ist keinem gelungen. Ich bezweifle, dass es auch uns irgendwo gelingen wird. Die Strukturen wurden immer stärker, sind immer gefestigter und immer cleverer und verfügen über immer bessere Infrastruktur. Und wir stehen als kleine Doofis da und wundern uns, was die mit ihrer künstlichen Intelligenz alles bewerkstelligen können. Und das heißt, die Asymmetrie dieser Möglichkeiten wird immer dramatischer. Und ich habe auch gar nicht den Ansporn, das zu verändern, weil ich sage, das ist so und es wird auch so bleiben. Wenn es eine Revolution gäbe, ist eine Revolution immer was Saublödes, vor allem für die, die dann hinterher nicht mehr am Leben sind. Aber nach jeder Revolution war es nicht anders. Dann machen das andere Eliten, es waren andere Köpfe, aber die gleichen Strukturen. So, das scheint irgendwie angelegt zu sein. Und ich gebe mal den Ausblick, Kodenhove Kalergi sagt auch, wo die Reise hingeht. Er sagt, das ist eine Übergangsphase. Er sagt auch, die ist nicht ideal, aber für die jetzige Zeit so das Beste, was wir im Moment haben. Das könnte auch schlimmer sein. Und er sagt, es wird irgendwann in ferner Zukunft eine Situation geben, in der es eben keine Macht der Plutokraten ist, sondern eine Herrschaft der Weisen. Der Vernünftigsten, wo aus der Masse der Bevölkerung die integersten, anständigsten, ehrwürdigsten, am weitblickendsten gewählt werden und die entscheiden dann über die Zukunft der Gesellschaft. Es wird nicht basisdemokratisch sein, die sollen sich um ihren Alltag kümmern und es werden dann solche weisen Eliten sein, die darüber berichten. Das wird wahrscheinlich jenseits unserer Lebensspanne liegen, davon gehen wir mal aus. Also ist die Frage, was können wir jetzt tun? Und da sage ich, mir geht es überhaupt nicht darum, diese Strukturen jetzt in Frage zu stellen oder zu verändern. Erstmal geht es mir darum, sie zu erkennen und zu sagen, so ist das, so wird das Spiel halt nun mal gespielt. Und das zu verändern, können wir uns abschminken. Also das Einzige, was wir aus meiner Sicht sinnvollerweise tun können, ist in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass die Jungs uns wieder ernster nehmen, so wie noch vor Jahrzehnten oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dass unsere Interessen mit berücksichtigt werden. Und ich nehme den Vergleich zur Industrialisierung, als die Fabriken aufkamen, da hatten wir einen ähnlichen Konflikt. Wir hatten übermächtige Kapitalinhaber, wir übermächtige Industriebarone und eine Arbeiterklasse, die nichts zu melden hat, weil jeder Einzelne, das heißt immer, der Einzelne hat die Macht, der Einzelne hat überhaupt nichts an Macht, solange nicht gebündelt auftritt. Und das war der Fall, jeder einzelne Arbeiter hatte überhaupt nichts zu melden und wurde ausgeplündert und ausgebeutet. Erst als der sich zusammengeschlossen hat mit den anderen, über die Gewerkschaften, hier sind wir ja in entsprechendem Haus, sich zusammengeschlossen hat und dann gesagt hat, so, hört mal ihr da oben, ihr könnt nicht alles mit uns machen. Es ging nie darum, die Fabrik niederzubrennen oder den Fabrikbesitzer aufzuknüpfen. Es ging um das Einfordern, dass auch die Interessen der Arbeiter Berechtigung finden, dass in Augenhöhe hergestellt wird. Du darfst ja entscheiden, du darfst das Geld haben, du darfst hier deine Fabrik und darfst hier mehr verdienen als alle anderen, aber berücksichtige auch unsere Interessen so, dass wir vernünftig damit leben können. Und das ist mein Ansporn oder das wäre mein Gedanke zu sagen, wir müssen wieder eine Situation herstellen, wo wir mit einer Stimme sprechen als Bevölkerung, um unsere Interessen zu benennen, zu sagen, Freunde, ihr dürft ja weiter hier das große Spiel machen, aber bitte nehmt Rücksicht auf unsere Interessen und lasst uns hier nicht vollkommen im Regen stehen und macht das immer egoistischer. Und dazu ist eines wichtig und das kann jeder ab dem Moment, wo ihr hier zur Tür rausgeht, machen. Hört auf, euch gegenseitig in die Eier zu treten. Ganz brutal ausgedrückt. Wir sind momentan in einer Situation, in der wir uns gegenseitig den Schädel einschlagen. Ob das jetzt rechts gegen links ist, halb rechts gegen halb links, auf Facebook jeder gegen jeden, im Straßenverkehr, es ist so eine Respektlosigkeit in die Gesellschaft gekommen, so ein Hass in die Gesellschaft gekommen, niemand redet mehr mit dem anderen, politisch Andersdenkende werden niedergeschrien, niedergepfiffen, es wird nicht mehr argumentiert und darüber freut sich nur eine Gruppierung, nämlich die da oben, weil das ist das uralte Prinzip, das teile sie und beherrsche sie. Und solange es ihnen gelingt, oder es muss ihnen gar nicht gelingen, das machen wir schon alleine, solange wir uns gegenseitig teilen und gegenseitig nicht miteinander reden, weil, oh, das ist ein Rechter, oh, das ist ein Linker, oh, der hat aber und der aber nicht, solange werden wir niemals zu irgendeinem Thema mit einer Meinung sprechen und diese Meinung nach oben vertreten, zu sagen, Freunde, wir haben hier unterschiedliche Dinge, wo wir uns unterscheiden, wo wir völlig anderer Meinung sind, aber da gibt es ein Thema, da sind wir uns einig und da hätten wir gerne mal, dass ihr da oben ein bisschen zuhört und dass ihr das umsetzt.
Und wenn es dann heißt, ja, was soll ein Rechter mit einem Linken zu tun, gemeinsam haben? Dann frage ich doch mal nach der Frage vorhin. Panzerlieferung nach Saudi-Arabien. Da kannst du von links außen nach rechts außen die Frage machen. Ich glaube, da hast du 90% die gleiche Antwort. Wenn ich die Frage stellen würde, mehr Finanzierung in die Pflege, ich glaube, da wäre über sämtliche Parteigrenzen die Aussage die gleiche. So. Und bei solchen Themen, da kann man doch durchaus auch über alle Parteigrenzen, alle ideologischen Grenzen hinweg diskutieren. Ich hatte mich das Beispiel mitgegeben. Ich versuche das überall zu tun. Ich versuche überall erstmal den Hass aus der Gesellschaft zu nehmen. Wenn mir auf der Autobahn einer vorne reinschneidet, erstmal zu denken, hey, vielleicht hat er gerade einen Anruf bekommen, seine Frau ins Krankenhaus gekommen ist, weiß ich's. Vielleicht hat er einfach nur gepennt, ist mir auch schon passiert. Muss ich da gleich hupen, Lichthupe und Faust zeigen? Oder kann ich nur sagen, hey, gut, dass nichts passiert ist? Oder so weiter. Solche Kleinigkeiten. Einfach oder mal einen vorlassen, auf ihn, der einfädeln ist. Nicht mit dem Auto, auch zu Fuß. Einfach mal ein bisschen freundlich, ein bisschen achtsam miteinander umgehen. Und die anderen gehen davon aus, dass 90% der Menschen, die ihnen begegnen, keine Vollpfosten sind, die sie ausrauben wollen, sondern das sind Leute, die mit ihnen vernünftig leben wollen. Die wenigen Idioten, wegen denen müssen wir uns nicht gegenseitig unsere Gesellschaft kaputt machen lassen. Und reden Sie mit allen. Ich nehme mir diese Freiheit. Das wird mir manchmal vorgehalten. Ha, der Müller ist ein Rechter, der hat mit dem AfD-Mann gesprochen. Oh, der Müller ist ein Linker, der hat mit der Wagenknecht gesprochen. Ich sage, Leute, was bin ich denn jetzt nur eigentlich? Ich habe für Attac, die gelten ja nicht so als wahnsinnig rechts, ne? Ich habe für Attac die 10-Jahres-Festrede gehalten in Frankfurt. Ich habe für die Grünen im Bundestag gesprochen, als es um die Spekulation mit Lebensmitteln geht. Ich habe für die SPD im Bundestag gesprochen, als es um den Hochfrequenzhandel ging. Ich bin Mitglied im Wirtschaftsrat der CDU, ohne CDU-Mitglied zu sein, habe im Landesfachkommission öffentliche Finanzen mitgearbeitet. Ich spreche mit allen. Aber ich spreche für niemanden, sondern nur für mich. Ich mache meinen eigenen Gedanken. Aber das bedingt, dass ich mit allen Menschen, die bereit sind zuzuhören, mit denen man diskutieren kann, auf Augenhöhe spreche, mit Respekt spreche. Ich würde auch mit einem linken Hausbesetzer sprechen. Ich würde auch mit einer rechten Glatze sprechen, wenn es möglich ist, mit ihm auf Augenhöhe Argumente auszutauschen und zuzuhören. Der liebe Herrgott hat uns einen Mund und zwei Ohren gegeben. Wir sollen zweimal mehr zuhören, als wir sprechen. Heute sprechen ganz viele, aber es hört kaum noch einer zu. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie mit einem linken Hausbesetzer sprechen und mit dem mal sich austauschen, werden Sie nicht morgen anfangen, ein Haus zu besetzen. Aber Sie bekommen vielleicht Einblicke, Sichtweisen, die Ihnen bisher verschlossen waren. Davon wird wahrscheinlich 90% Dinge sein, wo Sie sagen, boah, Alter, wie schräg kann es denn werden? Aber vielleicht 10% sind dabei, weil, Mensch, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und das hat sich gelohnt. Ich bin noch in den 30 Jahren, wo ich das mache, ich bin bis heute, ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aus keinem Gespräch blöder rausgekommen, als ich reingegangen bin. Also warum sollte ich mich in einem Gespräch verschließen, wenn es möglich ist? Das ist so völlig schizophren. Das bringt dem nichts, bringt mir nichts, im Gegenteil, es bringt nur Schaden und hilft denen, mit denen ich eigentlich ein Thema hätte. Wir hatten es beispielsweise deshalb die Anekdote möchte ich gerne gegen Ende noch bringen, einfach weil es so ein extremes Beispiel ist und zeigt, wie es gehen kann. Ich mache ab und zu so eine Aktion, ich nenne das Müllers Stammtisch. Ich habe das in Mannheim gemacht, bin nachmittags, hatte ich ein bisschen Luft, habe mich über Facebook gemeldet und erreicht ein paar Leute und habe da gesagt, was soll ich, ich bin in Mannheim, habe Nachmittag ein bisschen Luft. Ich bin ab 15 Uhr bin ich in einem Lokal in Mannheim, weiß noch nicht welches, suche mir eins raus, gehe auf Sendung auf Facebook und ihr könnt euch live aufschalten und wir können diskutieren, ihr stellt mir Fragen, wir diskutieren miteinander und wenn ihr seht, wo ich bin und ihr seid zufällig in der Nähe, kommt vorbei, setzt euch dazu, die Getränke gehen auf mich und dann diskutieren wir live und übertragen weiter und gucken mal, was passiert. Das ist immer total spannend, also kommen die spannendsten Menschen zusammen und die schönsten Diskussionen zustande. War auch nie was Blödes passiert, ganz im Gegenteil. Und da in Mannheim passierte was Tolles. Da kam einer dazu, wir waren dann so 6, 7, 8 Leute, die innerhalb von 20 Minuten da waren und haben diskutiert. Und einer von denen hat von sich selbst erklärt, dass er dem linken Spektrum zugehört. Sah man ihm auch an. So. Mit allem Respekt. Ich bin ein bisschen flapsig immer, ich meine es aber sehr, sehr respektvoll. Und gegen Ende der Veranstaltung, die Kamera war gerade aus, kam noch einer dazu. Dann war es genau Gegenteil. Eine Plauze. Schwere Lederjacke. Kahl rasierter Schädel, toten Kopf drauf tätowiert. Sah verboten aus. Stellte sich vor als Kreisvorsitzender der NPD und Mitglied der Mannheimer Hooligan-Szene. So, okay. Herzlich willkommen, setz dich dazu.
Der setzte sich neben mich, dem Linken gegenüber. Erstmal Spannung am Tisch, was geht denn jetzt ab? Ne? Dann habe ich ihn gefragt, sag mal, Hooligan-Szene, das erschließt sich mir nicht. Jetzt aber hier auch nicht blöd machen, nicht, ey, was bist du für ein Arsch oder sonst irgendwas, sondern auf Augenhöhe mit Respekt jedem Menschen zu begegnen, auch wenn man noch so nichts damit anfangen kann, Respekt erstmal dem entgegenzubringen als Mensch und ihn ernst zu nehmen und zu sagen, erklär mir das mal, was macht ihr da eigentlich? Sag ich, Hooligan-Szene, sag mal, den Sinn verstehe ich nicht, wieso schlägt man sich vorm Stadion den Schädel ein? Erklär mir, was macht ihr, wieso macht ihr das? Was, erklär mir das mal, was steckt dahinter? Und der sagt, naja, wir wollen das ja so. Also wir aus Mannheim und die kommen aus Lautern beispielsweise, unsere Erzfeinde, die ja auch. Wir verabreden uns ja extra dafür. Wir haben aber auch kein Problem miteinander. Wir kennen uns gut, wir sind auch befreundet. Ich habe zum Beispiel, letzte Woche bin ich umgezogen, da habe ich von dem Kaiserslauterner Chef den VW-Bus gebraucht, habe ich ihn angerufen, das war gar kein Thema. Da habe ich gesagt, ja, was macht ihr denn? Sagt er, das ist für uns wie ein Sport. Wir treffen uns und das ist wie, wenn da zwei Boxer in den Ring steigen und sich auf die Fresse hauen, das machen wir halt Freiluft und als Gruppe. Da sage ich, okay, eigentlich habe ich beim Boxen auch immer gedacht, was soll der Scheiß? Obwohl ich gern mal beim Boxen war, aber so nach ein paar Boxkämpfen habe ich gesagt, sag mal, das ist doch nicht mehr zeitgemäß, dass man sich so auf die Fresse schlägt, bis einer ohnmächtig umfällt. Das ist doch nicht mehr, ne? In Zeiten von Genderwahn und so passt es irgendwie nicht rein. Also, so hatte ich es noch nicht gesehen. Ich bin jetzt immer noch kein Freund von Hooligan-Kämpfen vom Stadion, sind wir uns da einig, ja? Aber ich habe eine völlig andere Sicht auf die Situation gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, ja gut, aber wenn der Unbeteiligte dazwischen kommt, sagt er, nee, da achten wir arg drauf, dass da kein Unbeteiligter dazwischen kommt. Klar, da sind immer irgendwelche Irren, irgendwelche Spinner, die dann mitmischen wollen, das kannst du nicht verhindern, dann sind die halt dazwischen. Ja? Aber eigentlich ist das was zwischen uns. Und Unbeteiligte sehen wir zu, dass wir die raushalten. Stell dir mal vor, weil das kann ja nicht sein, die wollen ja nur Fußball gucken. Da, letzte Woche im Stadion war ich dort, da war ein Vater mit seinem Sohn und da kommt so ein Idiot und spuckt den Vater an. Ach, dem habe ich auf die Backe gegeben, weil es kann doch nicht sein, der Vater will doch nur in Ruhe Fußball gucken mit seinem Sohn, dass der dann in Ruhe hingehen kann. Da ich, okay, so habe ich es auch nicht. Ja? Da sagte er, dann ging es ums Thema Zuwanderung und Ausländer. Sagte, ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Sagte, ich komme aus einem der größten Problemviertel in Mannheim. Wir haben 75% Ausländeranteil. Ich habe mit den meisten von denen kein Problem. Ich habe viele Freunde unter denen, weil die wissen, dass ich ein klarer Kerl bin, dass sie sich auf mich verlassen können. Aber wenn da einer kriminell über die Stränge schlägt und meine Frau anmacht, dann kriegt er aufs Maul. Und das sagt der Linke, das sehe ich auch so. Ja? Und auf jeden Fall, die beiden kamen plötzlich ins Gespräch miteinander. Die haben angefangen, sich zuzuhören, sich auszutauschen, sich ausreden zu lassen, das Argument des anderen aufzunehmen. Und am Ende kamen sie zu dem Punkt, dass es so mit 50-60%, ich nenne mal so eine Hausnummer, eigentlich die gleichen Werte haben, die gleiche Vorstellung haben und die anderen 40-50% komplett konträr sind. Haben das aber respektiert, dass der andere da einfach anders tickt, eine andere Meinung hat. Und das gehe ich überhaupt nicht mit und das geht gar nicht, aber okay. Aber man hatte auch eine Basis, wo man gesagt hat, Mensch, auf ganz, ganz vielen Themen, Mensch, ich sehe mir genauso. Und wenn es zwischen diesen beiden extremen Polen möglich ist, ja verdammt, dann muss es doch zwischen allem dazwischen erst recht möglich sein. Dann muss doch einer, der SPD-Sympathisant ist, auch mit einem CDU-Mann diskutieren können oder mit einem CSU-Mann oder auch mit einem AfD-Mann, das ist doch keine verbotene Partei, auch nochmal, das auch mal zu denken. In welchen engen Politspektren wir inzwischen denken. Denkt mal, was bei uns heute im politischen, extremen und rechten und linken Rand passiert. Das, was wir heute als linken politischen Rand sehen, von ein paar Einzelspielern abgesehen, der linke politische Rand, sind die Linken. Das war früher SPD-Linie, was die vertreten. Am rechten Rand, das, was die AfD heute postuliert, das war früher CDU-konservativ. Ich habe hier im Buch, ich hab Zitate von Merkel drin aus den letzten 10 Jahren. Originalzitat Merkel. Multikulti ist endgültig gescheitert, das müssen wir akzeptieren. Wenn das heute ein AfD-Abgeordneter sagt, um Gottes Willen, sofort ausladen. Was ich damit meine ist, das, was wir mal früher als extrem rechte Parteien hatten, nämlich NPD und Co., DVU und was es alles gab, die gibt es ja gar nicht mehr, also faktisch nicht mehr. Die haben früher mal eine Rolle gespielt in den letzten Jahrzehnten. Die sind heute überhaupt keine Diskussion. Da gab es NPD-Parteiverbotsdiskussionen, erinnert euch noch dran. Die Frage stellt sich gar nicht mehr, weil die überhaupt keine Rolle mehr spielen. Die sind aus dem politischen Spektrum verschwunden, bis auf ein paar einzelne Figuren noch, die saß sie immer. Am linken Rand, diese KPD, die kommunistischen Parteien, die es ja mal gab, die sind aus dem Spektrum komplett verschwunden. Das heißt, die äußeren Ränder haben sich längst zusammengeschoben auf Positionen, die früher mal eher Mitte war, also äußere Mitte waren, und die heute als gefährlichste äußere Ränder angesehen werden, mit denen man nicht reden darf.
Wenn diese Tendenz anhält, werden wir irgendwann eine einheitliche Meinung haben, die als einzig gültige funktioniert. Und alles andere ist böse außen. Ich habe neulich von einem Professor einen Vortrag gehört, der hat dies auch beschrieben und sagte, dass die Werte der Aufklärung, der Französischen Revolution, so weit links unseres heutigen erlaubten und gedachten Politikspektrums sind, dass heute gar keiner mehr auf diese Ideen kommen würde. Die sind nicht mehr im erlaubten Spektrum. Und deshalb meine ich, wenn wir schon so ein eingeengtes Spektrum haben, dann sollten wir uns auch echt die Freiheit nehmen, miteinander auch in Kontakt zu bleiben, miteinander zu reden, uns zuzuhören, uns nicht niederzubrüllen und uns kaputt zu machen und gegenseitig aufzufressen, sondern wo immer möglich den Konsens herzustellen, den Dialog offen zu halten und zu sehen, Mensch, Freunde, bei allem Unterschiedlichen, wo haben wir das gleiche Thema und da adressieren wir es nach oben. Wenn das gelingt, dann haben die da oben Probleme. Das ist das Einzige, was wir aus meiner Sicht tun können. Also zuhören, Achtsamkeit, Respekt und nicht ausgrenzen, egal wie abstrus eine Meinung ist. Zuhören, Respekt dem Menschen gegenüber zeigen. Scholl-Latour hat das auch schon gemacht und ich habe Scholl-Latour noch persönlich kennengelernt und habe mit ihm diskutiert. Das ist für mich eine der prägendsten und beeindruckendsten Personen, die mich motiviert oder inspiriert haben. Und ich bin weit davon entfernt, mich mit dem zu vergleichen. Aber ich habe von ihm viel gelernt. Und wenn ich gesehen habe, wie er mit Despoten der Welt gesprochen hat, mit den schlimmsten Diktatoren gesprochen hat im Islam, im islamischen Raum, mit dem Ayatollah und anderen, und mit denen auf Augenhöhe, da kannst du nicht hingehen, den beschimpfen, sondern denen mit Respekt auf Augenhöhe begegnet ist, mit ihnen gesprochen hat, ihnen zugehört hat, zu verstehen, wie die ticken, was sie für Beweggründe haben, warum die das tun. Wenn heute das Wort Putin-Versteher ein Schimpfwort ist, dann muss ich doch fragen, geht's noch? Man muss doch versuchen zu verstehen, wie der tickt, warum der so denkt. Das ist doch das Mindeste, dass man versucht zu verstehen, wie die andere Seite tickt, was der für Beweggründe hat, weil nur dann kann man ja das Problem lösen. Und auch da nochmal zu dem Rechts-Links-Thema. Wir haben immer mehr Leute am rechten und linken Rand. Da sind wir uns einig und es wird mehr. Und die Frage muss ich doch stellen, warum? Keiner kommt als Glatze oder als linke Hausbesetzer auf die Welt. Alle kommen als nackige Babys auf die Welt, die einfach nur ein verdammtes glückliches Leben führen wollen. Und irgendwas in unserer Gesellschaft läuft immer schiefer, dass immer mehr Menschen sich hier nicht mehr wiederfinden, sondern sich an den rechten oder linken Rand geschoben fühlen oder meinen, da ihr Heil zu finden, weil sie es in der Mitte nicht mehr finden. Jetzt machen wir es uns einfach, auf diese Ränder drauf zu prügeln und zu sagen, ihr Schweine, wieso gibt's euch, wieso denkt ihr Idioten so? Anstatt zu überlegen, was hat denn dazu geführt, dass die da hingerutscht sind? Was läuft denn hier mittendrin falsch? Was müssen wir denn verändern, damit die, die nachkommen, nicht darüber rutschen, sondern sich hier wohlfühlen? Und vielleicht sogar die wieder sagen, Mensch, das geht eigentlich, die wieder reinzuholen. Das ist die Chance. Niederknüppeln wird nicht funktionieren. Wenn ich da eine Gruppe Rechter habe und ich prügel die nieder oder schreie die nieder und pfeife die nieder, glaubt ihr, einer von denen verändert deshalb seine Sicht auf die Welt? Never ever. Wir müssen versuchen zu reden, zu integrieren, mitzuführen, Probleme zu lösen. Da müssen wir rangehen. Und das geht nur, indem wir reden. Aber da haben natürlich viele kein Interesse daran. Und da muss man sich dann fragen, warum wird denn IOF gepeitscht? Und wenn ich dann sehe, dass ein Jakob Augstein, einer der einflussreichsten Journalisten dieses Landes, der sehr genau weiß, was er tut, in einer der meistgelesensten Kolumnen des Landes, in einer aufgeheizten Situation wie in Chemnitz, nichts Besseres zu tun hat, als diese aufgeheizte Masse als Pimmel mit Ohren zu bezeichnen, das ist Brandstiftung. Da gießt einer massiv Öl ins Feuer und das ist niemand, der etwas aus Versehen tut, das ist jemand, der hochintelligent ist, der genau weiß, was er tut. Und da muss die Frage berechtigt sein, was soll das, warum? Diese Aufhetzung gegeneinander nimmt solche Formen an, das spitzt sich innerhalb von Monaten dermaßen zu, dass wir nicht wissen, wie das die nächsten 2 Jahre weitergeht. Und stellt euch noch eine Situation vor, bei aller Diskussion, die wir über die Flüchtlinge haben. Wir haben die Situation nun mal. Aber wir haben jetzt schon extreme Spannung in der Gesellschaft. Wir haben Vollbeschäftigung, wir haben eine boomende Wirtschaftssituation. Das ist nicht die Frage, ob, sondern es ist die Frage, wann es wieder zu einer Rezession kommt. Das ist normal, das gehört zu unserem System dazu. Das muss gar nicht keine Katastrophe sein, es reicht schon eine normale Rezession. Aber es kann auch durchaus wieder mal eine Crash-Situation wie 2008 kommen. Und du hast hier wieder Massenentlassungen, du hast Kurzarbeit und du hast eine Mittelschicht, die plötzlich um ihre Arbeitsplätze fürchtet.
können wir uns ungefähr vorstellen, was dann in den östlichen Bundesländern los ist und nicht nur da. Und hast dann hier junge Muslime, die verständlicherweise jetzt ihren Anteil an der Gesellschaft fordern und nicht irgendwann in 2 Generationen. Und das kommt aufeinander, was wir dann für eine Stimmung hier in Deutschland haben. Und die, die hier sind, natürlich müssen wir sie integrieren. Natürlich nutzt das nichts, hier auszugrenzen. Aber wir müssen reden, wir müssen miteinander in Kontakt bleiben, auf allen Ebenen, wir müssen zusammenführen und alles unterlassen, was Spannungen bringt, was trennt. Wenn wir das nicht tun, kriegen wir eine ganz gefährliche Situation. Da reden wir so nicht mal über Demokratie, sondern wirklich über die Sicherheitslage in Deutschland. Das heißt, reden, integrieren, Hass rausnehmen, und das kann ich euch mitgeben und das könnt ihr morgen machen. Geht's da raus nachher und versucht, überall Spannung rauszunehmen. Versucht zu reden, versucht zuzuhören und zu respektieren. Und wenn wir damit durch sind, dann reden wir darüber, wie wir das auch noch nach oben vermitteln. Herzlichen Dank für den Moment.